Menschen, die einen Traum erlebt haben, wissen oft nicht, was denn eigentlich seelische Gesundheit in einer Beziehung bedeutet. Wenn wir uns die Emotionen anschauen und die Resonanz der Emotionen, dann ist das eigentlich ganz einfach zu beantworten. Schauen wir uns jetzt mal diese komplexe Tabelle an und ich will versuchen, das jetzt zu erklären. Also wir haben hier den dysfunktionalen Bereich und den funktionalen Bereich. Der dysfunktionale Bereich ist rot und der funktionale, also seelisch gesunde Bereich, ist grün. In der Mitte sehen wir die Emotionen, also die Basisemotionen, die Angst, die Trauer, der Ärger, die Schuld, die Scham, die Verachtung und die Freude. Und diese Emotion an sich ist erstmal neutral. Es kommt aber darauf an, wie ich mit dieser Emotion umgehe und welche Resonanz ich auf diese Emotion zeige. Schauen wir uns mal die Angst an. Wenn ich, das steht da oben drüber, wenn ich in den Rückzug gehe, dann ist das dysfunktional und grausam im Rahmen einer Beziehung. Wenn der Partner, also das Du, ablehnend reagiert, dann ist auch das grausam oder nicht gut im Rahmen einer Beziehung. Und die Angst steigt. Also der Mensch fühlt sich dann nicht mehr sicher. Wenn ich jedoch im Rahmen einer Beziehung bei Angst Schutz und Halt suche, dann ist das seelisch gesund. Wenn ich meinem Partner Schutz und Halt gebe, wenn er mit Angst reagiert, ist auch das seelisch gesund. Genauso ist es mit der Trauer. Wenn ich traurig bin und in die Abhängigkeit gehe, dann ist das grausam im Rahmen einer Partnerschaft. Wenn der Partner in die Unverbindlichkeit geht, ist auch das grausam und ungut. Wenn ein Mensch traurig reagiert oder Trauer fühlt und sucht Verbindung und Nähe, dann ist das seelisch gesund. Wenn ein Mensch auf einen anderen Mensch mit Verbindung und Nähe reagiert, der traurig ist, ist auch das seelisch gesund. Schauen wir uns den Ärger an. Wenn ich ärgerlich bin und mit Dominanz reagiere, dann ist das grausam im Rahmen einer Partnerschaft. Wenn der Partner mit Abwertung reagiert, ist auch das grausam oder ungut. Wenn ich Ärger spüre und Einfluss oder Wirkung suche, dann ist das seelisch gesund. Wenn ein Partner mit Ärger kommt und der andere reagiert, indem er sagt, welchen Einfluss und welche Wirkung wünschst du dir, dann ist auch das seelisch gesund. Die Schuld. Wenn ich ambivalent reagiere auf den Partner, reagiert, ist das grausam im Rahmen oder ungut im Rahmen einer Partnerschaft. Wenn jemand manipulativ ist, also der Partner manipulativ ist, ist das grausam oder ungut. Wenn jemand sich schuldig fühlt und den Ausgleich und die Fairness sucht, ist das seelisch gesund. Wenn ein Mensch sich schuldig fühlt und ich reagiere, indem ich sage, komm, lass uns einen Ausgleich schaffen und schauen wir, was fair wäre, dann ist auch das wieder seelisch gesund. Bei der Scham. Wenn ich in den Perfektionsdrang gehe, dann ist das nicht gut für die Partnerschaft. Wenn der Partner reglementierend reagiert, dann ist das auch nicht gut oder grausam im Rahmen einer Partnerschaft. Wenn ich mich schäme und Würdigung und einen Beitrag leisten möchte, dann ist das seelisch gesund. Wenn sich jemand schämt und ich reagiere auf diese Scham mit Würdigung und mit der Würdigung auch vor allen Dingen des Beitrages, die diese Person leistet, dann ist das seelisch gesund. Die Verachtung. Wenn ich mich distanziere, dann ist das grausam oder ungut für die Partnerschaft. Wenn der Partner verhöhnend ist, dann ist das auch grausam und ungut für eine Partnerschaft. Wenn ein Mensch merkt, dass er in der Verachtung ist, dann sucht er Empathie und Mitgefühl. Das ist seelisch gesund. Wenn der Partner mit Verachtung reagiert, dann versucht der andere Partner empathisch und mitfühlend zu sein. Auch das ist wieder seelisch gesund. Die Freude. Wenn ich die Freude in mir hemme, dann ist es grausam und ungut für die Partnerschaft. Wenn der Partner mit Abstumpfung auf meine Freude reagiert, dann ist das grausam und ungut im Rahmen einer Partnerschaft. Wenn ich in der Freude bin, dann suche ich Hingabe und Entspannung.
Wenn der Partner in der Freude ist, dann kann ich mitschwingen, mich entspannen und in der Hingabe sein. Das ist wieder seelisch gesund. Also wir können zum Beispiel diese Skala auch nutzen, um den Partner zu bitten, das einzuschätzen. Hier sehen wir jetzt diesen weißen Regler und je nachdem, wo dieser Regler hinwandert, wird es immer günstiger für die Beziehung. Oder die Angst wird immer mehr in den negativen Bereich abrutschen. Durch meine eigene Reaktion oder durch das, was der Partner mit mir tut. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie Lotta zum Beispiel Rudi erlebt hat, dann sehen wir, dass sie Rudi ablehnend erlebt auf 2, dass sie Rudi unverbindlich erlebt sogar auf 1, dass sie Rudi in der Abwertung erlebt im unguten Bereich, dass sie Rudi manipulativ erlebt kurz vor 1 und dass sie ihn auch verhöhnend erlebt wieder auf 1. Also sie erlebt Rudi in seiner Reaktion auf Lotta im roten Bereich, also ungut bis grausam, also eigentlich mehr im grausamen Bereich. Und wenn wir anschauen, wie Rudi Lotta erlebt, dann erlebt er ihren Rückzug, also ihre Angst. Also für ihn ist das nicht so toll, aber auch nicht so schlimm. Er erlebt ihre Abhängigkeit, also auch nicht ganz so schlimm. Ihren Einfluss und die Wirkung, die sie versucht zu erreichen auf ihn, das ist für ihn auch heikel, aber nicht so schlimm. In der Würdigung und dem Beitrag leistend erlebt er sie sogar auf einem guten Bereich und in ihrer Empathie für ihn sogar auf 9. Also Rudi erlebt Lotta eher Richtung seelisch gesund. Wenn wir mal anschauen, dass Lotta Rudi eher im negativen Bereich erlebt und Rudi eher Lotta im grünen Bereich, sehen wir auch von daher schon, wer wen seelisch gesünder einschätzt, beziehungsweise welche Wirkung auf den anderen angenehmer ist und seelisch gesünder ist oder eben im dysfunktionalen Bereich von Partnerschaft liegt.